So. So schlecht das Kampfsystem auch ist, ne? Aber ich finde diese Dialoge manchmal ziemlich... Also, ich finde es schon lustig. Das Spiel hatte irgendwie was, aber ich, wie gesagt, das Kampfsystem... ist jetzt nicht das beste Kampfsystem, was ich jemals erlebt habe. So. So, komm mal her, Raupi. Außerdem muss ich diese Talentpunkte farmen. Weil ich wieder stärker werden. Das heißt, ich muss Monster klatschen. Bauernspinnen. Oh. Die hat ja gar nichts aus. Holy shit. Ah. Erstmal einen dicken Stufenaufstieg. So. Habe ich jetzt schon wieder eine Weste gefunden, die besser ist? Nee. So, warte mal. Okay, wir kriegen aber relativ schnell... Oh, warte mal, können wir WP'en? Wir können den Schmettersalto besser machen. Aber ich würde, glaube ich, den Anchor-Shot besser machen, weil... wir den relativ oft benutzen. Hatte ich den nicht schon aufgewertet eigentlich? Warum ist der noch auf Stufe 1? Warum ist da ein Ausrufezeichen dran? Achso, weil ich eine Schmettersalto machen kann wahrscheinlich. Okay. Wir haben noch zwei Menüpunkte hier offen, die noch nicht freigeschaltet sind. Ich bin gespannt. Komm out. Nein! Oh mein Gott, jetzt fällt alles runter. So. Oh, eine Leiter. Cool. Okay, ich muss selber nach oben drücken. Was ist hier? Warum kann man hier hin? Okay. Diese Schatztruhe ist etwas anders als diejenigen, die du schon kennst. Das Symbol über der Schatztruhe zeigt an, dass du das Spezialtalent einer Klinge benötigst, um sie zu öffnen. Auch wenn du sie jetzt noch nicht aufbekommst, brauchst du nicht zu verzagen. Erweitere in den Harmonieringen nur fleißig die Spezialtalente deiner Klingen, dann wird dieser Schatz schon bald dir gehören. Ja, aber wait. Da muss ich ja jetzt gucken. Oh, sie kann kochen. Pyra kann kochen. Sammel Items. Breite Mahlzeiten zu. Erhöhe kritischen Schaden. Das ist eine Kette. Okay, erhöhe die Vertrauensstufe. Das ist das immer. Okay. Ja, das muss hierbei sein. Das war auch das Zeichen hier. Decke neue Gebiete. Sammeln Items. Vielleicht ist das die Kiste? Das ist mit Sammeln Items umgeschrieben. My power ever grows.
Da erlernt die nämlich. Wir haben jetzt den Erfolg. Ich fühle mich von Kraft. Das haben wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was man dafür brauchte, sieht man nicht mehr, aber das ist wohl jetzt freigeschaltet. Finde Sammel-Items der Kategorie Technik. Kenntnisse. Okay, wir müssen Sammel-Items finden, dann kriegt er diese Fähigkeit. Okay. Vielleicht ist das dann auch die Kiste. Treasure acquired. Calm your mind. Talente unzureichend. Konzentration, Level 1. Kochen. Konzentration. Das brauchen wir. Verwende Powers Lieblingstaschen-Items aus der Kategorie Getränke. Was? Ich habe keine Getränke. Okay. Ich kann meine Waifu nicht zufriedenstellen mit Getränken. Es tut mir leid. If only I was 500 years younger. You put your feet up over there. All right, Gramps? Ha! Das schon einfach alle Raupen weg. Hallo Adi. So. What have we here? Flora heals an aching soul. Gut, wir haben jetzt was von Dromach getriggert, dass er uns Pflanzenstuff gibt. Okay, gut. No! We lost the upper hand. Ha! Let's keep this up and we'll win for sure. Splendid. Go on. Splendid. So, zack. Wenigstens ist das sehr schnell mit den Fähigkeiten von den Klingen. Das ist ziemlich cool. Nur den ersten Teil habe ich nicht gespielt. So, zack. Come out, come out. Panzer 1000 Füße. Come out. Verwirrungsefeu. Okay, time to take you down. Komm her. Rex, let's go. Ha! Yeah! Ha! Let's keep this up and we'll win for sure. We make a good team. I could have done this blindfolded. Manchmal wünsche ich, alle Items nach dem Kampf, die rumliegen, würden zu mir fliegen. Das wäre ziemlich nice. Ist das ein Dorf? Ich glaube, das war ein Dorf. Nee, das war eine Pflanze, die so aussah wie ein Fenster von einem Haus. Provinz Gamot. Hallo, großer Titan. Oh, my goodness. What a wonderful view. Spectacular indeed. Yeah, this is great. Especially after slumming it on Gramps' back for so long. It served you well enough. Over there, that's Torrigoth.
biggest city in Gourmont. I'll accompany you as far as the city. After that, I'm afraid you're on your own. Komm doch mit zu uns. Of course. I would have thought even you'd know why I can't be seen with you. Because you're supposed to be one of them. I haven't known them very long. But you know, they're still my crew. Your crew? Even after they tried to kill you? Ja, eben. That's as may be. But they're the closest thing I have to a family. Nia? Right, let's go. Kann auch zu unserer Familie gehören. Zeiteinstellen freigeschaltet. What? Lol. Okay. Man könnte nach unten springen, wenn man genug HP hat. We'll have to be extra careful from now on. Okay. Proceed with caution next time. Dein nächstes Ziel ist die Stadt Torigov. Bei deinen künftigen Abenteuern wird das Vertrauen der Klingen immer wichtiger werden. Wenn du weitere Stufen in den Harmonieringen deiner Klingen freischalten möchtest, ist ein hohes Vertrauen unabdingbar. Das heißt, du darfst das Vertrauen deiner Klingen nicht vernachlässigen, wenn du auch weiterhin verlässliche Unterstützer im Kampf haben willst. Wenn du Missionen abschließt, steigt das Vertrauen des... Ja. Maximale Harmonie im Kampf steigert das Vertrauen, also versuche immer das goldene Band zwischen dir. Ja, das mache ich ja. Torigov wartet auf dich. Okay. Okay, ich will springen und laufen, aber wenn man springt beim Laufen, stoppt man immer so. Voll nervig. Rastquelle. What have we here? Fischies. Minzfisch. Oha. Meint ihr nicht, ihr habt ein bisschen viel mit den Mobs übertrieben? Ist das dann Boss-Mob? Die Garantieebene. Hier gibt's... Gibt es Gewährleistungen und Garantien? Moment. Das da ist doch ein Boss-Mob. What have we here? Stufe 12, jawohl, sag ich doch, schaff ich nicht. Ja, wie immer alles. Die sehen aus wie Red 13 aus Final Fantasy 7. Was ist... Ach, das sind die Hasen. Die Hasen haben so eklige Hände am Schweif. Titan bewegt sich sogar. Krass. In Auras tummeln sich jede Menge wundersame Kreaturen, die nur darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Früher oder später wirst du auch auf Gegner stoßen, deren Zielsymbol anders aussieht als das normale Gegner. Der da. Das liegt daran, dass es sich hierbei um einzigartige Gegner handelt. Diese sind um einige stärker als ihre Artverwandten. Selbst die Bestmeister von Auras nehmen sich vor diesen Bestien in Acht. Wenn du einzigartige Gegner zur Strecke bringst, wirst du im Handel umdrehen in ganz Auras berühmt. Dies erfordert aber natürlich eine gründliche Vorbereitung, sonst hast du keine Chance. Digga. Stufe 17 da hinten. Ein Hit. Okay. Time to take Gorian Urso. Oh, der hält viel aus. Teilt er auch viel aus?
ausgeht. Aua. Oh oh! Das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant. Ja, Nia, tschüss. Oh oh. So kommt der Vogel auf einmal. I'll bash you up proper next time, I swear. Be wary not to push yourself too hard. Okay, da wo der Vogel rumfliegt, wollen wir nicht kämpfen. Na gut. Ich könnte mich, glaube ich, nach Goldmund teleportieren. Come out, come out. Oh, wir haben aber jetzt mehr Fische bekommen, glaube ich. Dafür nur 3 Minzfische und nicht den anderen noch dazu. Na gut, gehen wir nicht da bei dem Flattermann kämpfen. What have we here? Fleischpaprika. Aha, okay. I'm in. Tell me more. Oh nein, Mann! Geh doch weg! Ich will nichts von dir. Goddammit, dieser Kackvogel. Ciao, Pico. Ist der Vogel weg? Danke. What have we here? Flora heals an aching soul. Oh Gott, kann das immer, kann das bitte immer triggern? Das ist ja crazy loot. Come out, come out. So. Oh, habe ich noch ja, ich habe ja die Standardzylinder bekommen. Als ob ich hier zylindern kann. Ah, ah, Y! Oh, scheiße. Mit Y habe ich nicht gerechnet. Oh, I demand a do-over. Du hast echt einen Krabbe mitgebracht? Okay, bring it on. Warum? Ja! Kann ich da nochmal angeln oder geht das immer nur einmal? Okay, man kann nochmal hocken. Jetzt mal ordentlich. Oh, I can't wait. Yo. Das wollte ich. Alle drei perfekt. Ich mach bestimmt noch geileren Loot. Oh man. Did I come up with a load of guff again? Jawoll. Sieht doch schon deutlich besser aus. Abgesehen von der Krabbe. No, we lost the upper hand. Watch out. Thanks. I owe you one. Ha! Let's keep this up and we'll win for sure. My thoughts exactly. It's okay. Bash. Break. Yeah.
My power is jaguar. No, let's do this. Make haste and retreat. Why not? I am. Why not? Das ist eine Schraube. Oh, altes Wissen. Nice. You're all mine. Brillantgefängnis, ganz viel Gold. So, warte mal, wir haben von ihm einen Erfolg erzielt. Ah, den da. I feel I am learning a great many things. Kenntnis über alte Zivilisationen und ihre Schrift. Das könnte nützlich sein. War da auch Ausrüstung bei? Ich glaube nicht, ne? Ich guck trotzdem nochmal. Ne. Können das sortieren? Nach was denn? Ah, Alphabet ist Seltenheit. Das ist doch schön. So. Okay. What have we here? Jawohl, Pflanzenkunde getriggert. Es regnet, rote Sonnenblumen. Und Panda-Pfeilchen. Stufe 24, gut, da springen wir nicht runter. Ist hier noch was zusammen? Stufe 12, jawohl. Wo bin ich hier? Ich soll hier nicht sein, glaube ich. Ein so ein Vieh hier, so ein Vieh will ich besiegen. Komm mal her. Let's show him a thing or three. Rex, let's go. Oh, you come to ya. Ha. Our emotions are in tune, Rex. Anchor shot. Make haste and retreat. Jaguar flash. Also, solange wir sie noch dabei haben. Keelin Halo. Our emotions are in tune, Rex. My thoughts exactly. Double spinning head. Yeah. Eagle heads up. Yeah. Why not? You don't stand a chance against us. Anchor shot. Ha! Go for it. Now. Stay back. Erstmal eine Combo hier. We're gonna need a lot of luck for our sign. So. Rush back. So. Sure. Ha! Ah! Ach, das ist so eine Raupe. Okay, die ist aber nur Stufe 4. Die schaffen wir. Watch out. Give the word spinning. Übertreiben wir mal ein bisschen. Oh, viel zu früh. Ich war verwirrt. Ich glaube eher, dass man... Wow, jetzt haben wir hier 50 Voice Lines übereinander. Ich denke mal, man wird backtracken müssen in dem Spiel richtig hart. Ich könnte mich ja theoretisch hier jetzt mega hochgrinden. Also, könnte man machen, ne? Ich müsste aber mal aber richtig hochgrinden tut man sich ja eigentlich nur mit... Rasthäusern, weil da kann ich ja die Extra-Level noch rausholen. Ich will auch gar nicht wissen, wie viele Extra-EP ich eventuell schon habe. Wahrscheinlich kann ich mich gleich in einem Gasthaus, sobald wir in der Stadt sind, mega hochpumpen. Ich weiß nicht, wie viel Zusatz-EP man so kriegt. Oh, der Vogel ist wieder da. Ich will nichts mit dem Vogel zu tun haben. Geh weg. Kann ich hier hochbaggen? Nein. You're all mine. Wie viel Gold habe ich eigentlich? Kann ich das irgendwo sehen? Schnellreise, Missionsbuch, Inventar. Gold? Kann man das irgendwo sehen? Ich sehe nichts an Gold. Ich sehe nur den Wert, den Verkaufswert, was ja eigentlich auch nicht verkehrt ist.
Gold? Gold? Kann man sein Gold sehen? Irgendwo? Ich glaube nicht. Schwertschlag. Nee, ich will ja auf Ankerschuss sparen. Obwohl Schwertschlag auch gut ist. Punkte habe ich hier auch schon wieder. 250 brauchen wir für den. Was ist los? Rechts unten erstes Menü nehmen. Letzte. Ach, du hast recht. Ja, ich würde Nomsen, wenn du jetzt machen würdest. Ach so. Ja, ist ja nicht. Ist ja jetzt nicht aufwendig, unser Noms. Du kannst es dazu machen. Ja, guck mal, Miss Bubilicious. Lu hat gesagt, die sind nicht so groß. Lu hat die auch noch nicht in echt gesehen. Warte. Moment. Die sind überproportional groß, ja? Okay, stimmt. Ja, okay. Aber auf dem Bild sah das nicht so aus. Ich bitte dich. Die wirbeln sogar, hast du gesehen? Ja, die sind ja auch viel zu hoch so. Stimmt irgendwas nicht mit den Proportionen? Oh. Das ist mein Schwert. Bitte beleidige mein Schwert nicht. So. Okay. Nein, das da ist mein Schwert. Achso, nee, das wollte ich nicht. Zu groß, Loot. Soll ich auf Schwertschlag sparen oder soll ich auf Ankerschuss sparen oder den Schwertschlag leveln, Schatzi? Ankerschuss. Ja, den benutze ich auch ziemlich oft. Den sollte ich leveln. Finde ich auch. Ja. Ich bin auch Ankerschuss. Du hast keine Ahnung, worum es geht. Mhm. Das finde ich aber gut, dass du mir jetzt den Tipp gibst. Aber Ankerschuss klingt cooler als Schwertschlag. Ankerschuss ziehe ich mir halt KP-Fläschchen raus, damit kann ich mich auch heilen. Ja, aber guck mal, Schwertschlag ist ja einfach nur Schläge und Schwert. Das ist voll langweilig. Aber ich mache, wenn ich meinen Schwertschlag droppe, 100... Wenn ich den Schwertschlag droppe, mache ich direkt 100%, wenn ich den Schwertschlag auflevel, mache ich 100% mehr Schaden mit diesem Angriff. 100%! Du schlägst nur mit dem Schwert, das ist doch voll langweilig. Nein, der geht so zurück und sticht mit dem Schwert. Das ist sogar noch die Beschreibung. Was ist das denn? Ja. Das Schwert scheiße. Hier sind so viele Heiler. 33, wo bin ich hier? Reden wir nicht über das Kampfsystem, ja? Okay, danke. Oh mein Gott! Es ist ein T-Rex. Was ist das? Warum läuft es hier rum? Come out, come out. Flora heals an aching. Oh, Tigerchen hat wieder seine Pflanzenkunde gedroppt. Nice. Ich habe sprechenden Tiger dabei. Lu nimmt das Spiel nicht ernst. Lu nimmt das Spiel nicht ernst. Lass dich fressen, bitte, bitte. Von dem Fieder? Ich weiß ja nicht. Jetzt hat man dich gesehen. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Das ist schrecklich. Soll ich mal gegen den Dino kämpfen? Ich werde sterben, der ist Level 500. Was? Wer war das? Das Katzenmädchen? Dass du das wieder knuffig findest. Ja, das ist... Ah. Ja, die, das ist ihre Klinge. Die sind ja viel cooler als du. Wieso ja. Bist du nicht die? Weil... ich das nicht kann. Das ist da, weil das Protagonist und Protagonistin aber ist. Aber die ist viel cooler. Das stimmt, aber die verlässt uns gleich. Oh. Es hat Catgirl. Stufe 90. Jawoll. One Hit? Komm, wir gucken mal. Antiquanidos. So, oh, er hat verfehlt. Was ein Pleb. Was? Der hat mich ein bisschen angepustet. It's fine, we'll get him yet. Don't push yourself too hard. Ich glaube, da soll ich nicht hin. Oh. Ja, Stufe 90 ist ein bisschen zu hoch. Machen wir gleich. Was hättest du ihn gehabt? Ich habe mich einmal geschlagen, das ist das Schlimme. Der hat nicht geschlagen. Ich weiß nicht, ob er nicht geschlagen hat. Wahrscheinlich muss ich heiße Orange? Ich habe heiße Orangen gefunden. Das ist irgendwie
Was ist das denn für ein Vogel? Was sind denn hier für Monster? Ich weiß ja, dass Xenoblade Chronicles immer krasse Monster hat. Was ist das für ein Das ist ja voll hübsch. Oh nein. Wenn der jetzt noch brennen würde, wäre das Lavados. Oh Gott, geh weg.